Ach so, das sind Treppen, die nach unten führen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gedacht, was das für ein Muster ist. Von hier schaut es halt aus wie so eine Wand, so eine geriffelte. Ja, aber warte mal, wir sind halt nicht mal weitergekommen. Wir haben im Prinzip nur hier was gemacht. Ey, hier geht's halt noch, keine Ahnung, 200 Kilometer weiter oder was? Was geht denn ab? Muss ich noch gar nicht weiter? Ich bin mal gespannt, ob es da eine Quest gibt. Erkundungsfortschritt halt 40%. Ah ja, gut. Was erzähle ich da eigentlich? Alter? Ich habe ja das ganze Zeug nicht eingesammelt. Bist du ja da? Habe ich einen? Nicht eingebraucht irgendwie. Warum haben wir eigentlich da lauter so Käfig? Ah ja. Ich kann es zwar verstehen, dass sowas gemacht wird, aber es ist andererseits dann schon irgendwie ätzend. Und falls ihr euch fragt, was ich meine, man hat ja, um Bergleute zu schützen, Vögel, kleine Vögel, oder waren's? Waren's Wellensittiche? Keine Ahnung. Mit in die Mine genommen. Das heißt, wenn Gas austritt, sind die sofort gestorben. Und man wusste, okay, da ist Gas. Nicht geil für einen Wellensittich. Definitiv nicht geil für einen Wellensittich. Müssen wir jetzt mit ihm so reden oder machen wir irgendwas? Okay, passt schon. Oh, am I glad to see you again. I was getting nervous. First, I figured I'm paying a fair price and these are professionals. But then I thought, oh, goodness. I'd hate to send someone off on a strange commission and then for something bad to happen to them. I'd never be able to forgive myself if it came to any harm. Don't you worry, mister. It was nothing we couldn't handle. Anyway, we're back, aren't we? And the good news is, we got to the bottom of what's been going on. Excellent, excellent. So then, what's the situation down there? Unten ist die Idylle der Hillichol, die Hillidilli sozusagen. Dort gibt es zu viel, viele Hillichol, die sich zur Ruhe setzen. Huh? Hospice? Basically, the Hillichols down there don't want to fight anymore. Leave them in peace and they won't cause you any trouble. Genau. Well, we certainly wouldn't be going out of our way to provoke them. You can count on that. Last thing any of us miners are looking for is to stir up trouble. All we're looking for is, well, all the glitters. Now there's a philosophy that Paimon can get behind. I gotta be honest, I didn't really understand the situation you were describing, but having your assurance that everything's okay is the main thing. I'm very grateful to you both. You came a long way for this. Please, take these as compensation. Nachtjade, Kolabis, Brockenkristall. Und jetzt? Das war's jetzt, oder was? Es fehlt so ein Schwenkding. Es schaut schon geil aus. Von jedes Mal in einen anderen Artstyle zu kommen, muss schon cool sein. Fuck, ich will da oben rauf. Kann ich da oben überhaupt rauf? Das ist hier, ne? Das gehört jetzt zwar nicht zur Story, aber wir gehen jetzt da mal auf. Ich hoffe, wir können dann auf.
Ups. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir das Kohlabis mit. Right now, emerge. Let's dance. Nothing lasts forever. Killjoy, we don't need to speak up. Right here. Emerge. You can't run. Looks like I've run too far. I must collect myself. Finally. Some quiet. Ist das Ding immer noch da? This is bad. Ach was. Oder merkst du das? This isn't good. Es ist schon wieder eine harte Tobak-Story gewesen, auf jeden Fall. We're way behind schedule. Ich bin halt echt saugespannt, was am Ende bei dem ganzen Zeug rauskommt. Seelie? Nee. Ist die große Kluft eigentlich auch durch Grex Lapis entstanden? Und die schaut halt auch aus, wie wenn einer da einfach mal gemeint hat, er macht einen Strudel aus Gestein. Die scheinen hier nicht die größten Fans davon zu sein. Hä? Sieh auf, immer auszuweichen, du Sack. Sind wir am höchsten Punkt dann von der Kluft. Wir müssen dann bei Gelegenheit auch mal schauen. Da sitzt wer? Das war auf das Paradies ideal für mein Training. Sind sowas doch, das ist ein seltsamer Typ. Tang, der Unbesiegbare, hält der Smaragdjade. Wer seid ihr? Wisst ihr denn nicht, dass diese Blumen hier behütet sind? Wie kann man sie einfach nach Belieben pflücken? Hört schnell auf. Ah, sind die Blumen etwa von dir? Es war mein scharfes Auge, das sie gefunden hat und ich kümmere mich seit 3 Tagen um sie. Also hast du sie nicht gepflanzt. Hey, auch wenn ich sie nicht selber gepflanzt habe, gehören sie mittlerweile mir. Ich habe mir geschworen, dass ich diese Blumen sorgfältig kultiviere und hier einen großen, schönen, außergewöhnlichen Glasliliengarten anlegen werde. Einen großen Glasliliengarten mit diesen Blumen? Aber, was denn, meinst du etwa, ich kann das nicht? Es scheint, als würdest du andere nur nach ihrem Aussehen beurteilen. Du sagst, du willst einen großen Garten mit Glaslilien anlegen, aber diese Blumen sind Xing, kleine Glaslilien. Oder Xing. Ah. Hey, hahaha. Ich verstehe, ihr versucht mit diesen Lügen meinen Willen zu beeinflussen. Ich bin die 320. Generation der Gua-Schule. Tang der Unbesiegbare, glaubst du kannst mich so einfach täuschen? Du trägst offensichtlich Schatzräuberkleidung. Kleidung ist nur eine äußere Sache. Was ein Mensch wirklich ausmacht, ist sein Herz. Ja, wenn er keins mehr hat, schlägt halt nichts mehr. Ich danke der Unbesiegbare, ein Schüler der Guhua-Schule werde heute der Welt die Gerechtigkeit bringen und diese Blumen, die zurückstoßen und euch die Macht der Guhua-Schule lernen. Okay. Guess we're doing this. I'll protect us. Access denied. Du hast eine Schaufel, Alter. Ritterlicher Kämpfer der Guhua-Schule selbst ernannt?
Habe ich ihn besiegt? Da ist er wieder. Max, schaffst du das nochmal? We're way behind schedule. Next time. Warte mal, wie wär's, wenn es das am höchsten Punkt schafft? We're way behind schedule. Nein, du musst schon das Rennen machen. Ah, jetzt. Ja, aber das ist doch scheiße. Du musst schon runterrennen. Ja, genau. Am höchsten Punkt zu sein, bringt's halt nicht immer. Naja, jetzt hören wir mal auf mit dem Scheiß. Weißt du, solltest du dir vielleicht auch mal eine Waffe besorgen und nicht eine Schaufel? Aua, Entschuldigung, bitte hör auf. Die Kampfkünste, die ich meine, sind wirklich sehr spärlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach all den Jahren harter Arbeit immer noch schlechter sein würde als du. Ach das, wie gesagt, man doch gleich, ein gutes Pferd mit einem guten Sattel, ein gutes Schiff mit einem guten Segel, ach. Wie das Sprichwort sagt, ist das wertvolle Schwert eines Helden würdig, als es diese Glaslide für dich enthält. Paimon hat gesagt, das sind Jinxing. Ja, Jinxing, es ist das, was du sagst. Bist du wirklich von der Goa-Schule? Kennst du jemanden mit dem Namen Jinxing? Xingqiu? Xingqiu? Oder keine Ahnung, ich habe noch nie von ihm gehört. Nennt sich dieser Typ namens Xingqiu etwa ein Schüler der Goa-Schule? Wie können wir dann das zulassen, dass er den Ruf unserer Goa-Schule befleckt wird? Es scheint, dass er wirklich kein Mitglied der Goa-Schule ist. Und wenn, dann ist er doch derjenige, der den Ruf der Goa-Schule befleckt hat, oder? Warte, du behauptest, von der Goa-Schule zu sein. Hast du irgendeinen Beweis? Natürlich gibt es einen Beweis. Schau dir diese Jadeanhänger an, den ich bei mir habe. Und diese Jadeanhänger, ein Schatz, der von der Goa-Schule von Generation zu Generation weitergegeben wurde? Dieser Jadeanhänger wurde mir von einem alten Freund verkauft, als sich unsere Wege trennten, und ich beschloss dir es, dass dies von nun an ein Schatz sein sollte, der in unserer Goa-Schule von Generation zu Generation weitergegeben werden würde. Seit ich diese Jadeanhänger trage, spüre ich jedes Mal, wenn ich Kampfkunst betreibe, ein unbestimmtes Kribbeln in meinem Kopf. Wie auch immer man es betrachtet, diesen Jadeanhänger stimmt etwas nicht. Wie kann es sein, dass am ersten Tag, an dem ich diesen Jadeanhänger trug, mich ein Adept im Traum besuchte und mich die Meisterschaft der alten Goa-Schule lehrte, dass mein Schicksal dazu bestimmt war, eine Beziehung zu diesem Jadeanhänger zu haben? Und das Kribbeln im Kopf ist der Schmerz eines allmählich aufsteigenden und wachsenden Geistes. Ist das nicht einfach nur ein Gehirntumor? In den Romanen steht, dass dies eine Vorstufe zur allmählichen Stärkung des Geistes ist. Warum sollte es also ein Problem geben? Kann es sein, ich verstehe. Ich verstehe. Ihr wollt also diesen Jadeanhänger? Es ist euch nur zu peinlich, danach zu fragen. Deshalb behauptet ihr, dass damit etwas schädlich ist. Wie heuchlerisch, höflich. Dieser Jadeanhänger ist der größte Schatz meiner Goa-Schule. Selbst wenn ihr mir diesen Schatz wegnehmen wollt, müsst ihr etwas Gleichwertiges nehmen, um es einzutauschen. Zum Beispiel gegen einen tauben, eigroßen Edelstein. Dann werde ich vor der 320. Generation der Goa-Schule nicht mein Gesicht verlieren. Denn so war wohl dieser seltsame Jadeanhänger, der ihn glauben ließ, er sei ein Schüler der Goa-Schule. Wenn er den Jadeanhänger immer bei sich hatte und erst recht an so einem hohen Ort, war klar, dass etwas passieren musste. Er wollte, dass wir ihn gegen einen tauben, eigroßen Edelstein antauschen. Er konnte den Unterschied zwischen gut und schlecht nicht erkennen. Wir sollten ihm einfach ein paar Vogeleier zu probieren geben. Wenn du etwas Gleichwertiges hast, dann würde ich es mit dir tauschen. Dann gib ihm ein Vogelei. Das ist für dich im Austausch für deinen Jadeanhänger. Das ist ein Edelstein in der Größe eines Vogeleis. In der Größe eines Vogeleis? Ich dachte, ein taubeneigroßer Stein sei das Beste, was es gäbe, aber ich dachte nicht, dass es einen Edelstein in der Größe eines Vogeleis gibt. Ein Jadeanhänger im Tausch gegen einen so großen Edelstein ist ein echter Gewinn. Nur dank des wohlwollenden Herzens der Goa-Schule. Husten nur, da du dich nach dem Schatz sehnst, bist du bereit, ein solches Geschäft zu machen. Tang der Unbesiegbare nimmt den Jadeanhänger ab und übergibt ihn dir. Dieser Jadeanhänger gehört dir. Es scheint, dass du auch eine Beziehung zur Goa-Schule hast. Du musst vorsichtig sein, um diesen kostbaren Schatz zu bewahren. Sein missmütiger Blick von vorhin ist im Nu verschwunden. Ah, dann ist eine starke Geokraft. Ist das nicht die Smaragdjade? Smaragdjade. Paimon erinnert sich, dass Baisu sagte, Paimon kann sich nicht mehr an den Gnatex erinnern. Kurz gesagt, sie haben eine schlechte Wirkung auf Menschen. Das ist unmöglich. Es wurde von mir von einem Freund verkauft. Er kann eins einfach nicht schädlich sein. Mein Freund hat eine Menge Schmuck aus Jade. Dein Freund? Ja, er heißt Alter Cho und treibt Handel mit Jade. Wo ist er? Er sollte in der Nähe der großen Kluft sein. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er immer noch dabei hilft, Schmuck aus Jade zu verkaufen.
Sonst werden diese Person immer noch Schmuck aus Smaragdiadern so verkauft, werden mit Sicherheit viele Menschen davon betroffen sein. Wir sollten lieber nachschauen. Jemand, der sich Tang der Unbesiegbare nennt. Ich bin der König der Welt. Da hinten schwebt das Jade-Gemach. Wo ist denn das eine Ding eigentlich? Da oben. Ich bin immer noch gespannt, was das sein soll. Ich finde es halt immer noch geil, wie das das auf die Entfernung alles anzeigt. Weil das macht halt dieses ganze, diese ganze Welt besser. Also das ist jetzt nett, ne? Das schaut scheiße aus, aber... Wir versuchen jetzt mal die große Kluft in der Mitte zu treffen. Da hinten ist ein Hilichoi-Camp, ein großes. Ja gut, wir müssen eigentlich bloß oben auf die Karte schauen, da oben links, da geht es voll easy. So ungefähr. Ich glaube, so müsste es funktionieren. Ah ja, doch, das müsste zwischendurch gehen, oder? Ja. Aber es war nicht genau mittig, schade. Ob ich jetzt weiter einfach abstürze oder unten einfach aufkomme? Oh, ich stehe da einfach. Okay. Ach ja, mal schauen, Bruder. Wo der große Zoo ist. Festliche Eleganz. Wälder 30 Tage auf der großen Kluft. Die Mirai, du fragst dich immer noch, wie die Tiefe wohl erwartet, aber es gibt doch immer, wo so noch höchste Vorsicht in diesem Moment geboten. Die Geheimnis der Ablösung. Oh ja, das haben wir ja auch, aber das machen wir dann im Stream weiter. Vertrauter Geschmack. Süße Huhn. Drachen und Schlangen, sagt der Herr des Vergesslichen. Geh und finde den alten Show da. War klar, dass er da ganz hinten ist. Immer dieser Show. Einer der Schatzräuber, die die Sachen verkaufen, ne? Ist das ein Minispiel? Und der alte Joe schaut halt einfach aus wie ein junger Typ mit Hut. Ah, ihr beide, sucht ihr mich? Wollt ihr etwas Schatzbuddeln spielen? Heute sind wir beide gekommen, weil wir etwas anderes mit dir besprechen wollen. Dieser Jade-Anhänger? Ah, dieser Jade-Anhänger. Er wurde tatsächlich von mir verkauft. Komm, lass mich mal genauer hinsehen. Dieser Textur, dieser Glanz und Transparent, ist das nicht das, was ich Tang verkauft habe? Das Material dieser Jade-Anhängers unterscheidet sich von den anderen Waren. Damals wollte ich es für ein hübsches Sümmchen verkaufen, aber er warf ein Auge drauf und bettelte und schmeichelte mir so lange, bis ich ihn billig verkaufte. Gibt es nur einen aus diesem Material? Ich hätte gerne ein zweites Exemplar aufgetan. Das Erste reicht an elementarer Kraft und wenn ein Mensch ohne ein göttliches Auge damit in Berührung kommt, verändert sich seine Persönlichkeit. Tang der Unbesiegbare hält sich nun für einen Helden der Guan-Schule und ist völlig verrückt geworden. Ah, wie konnte das passieren? Bei näherer Betrachtung hat er tatsächlich große Ähnlichkeit mit der legendären Smaragdiade, der nachgesagt wird, dass sie bei ihrem Träger Unbehagen hervorrufen. Unbehagen, ja. Ich habe von der älteren Generation gehört, dass die Smaragdiade zwar wertvoll ist, sie aber, wenn sie lange Zeit im Körper getragen wird, dem Träger oft Unglück bringt, was sehr unheimlich ist. Ich habe ihn in Schwierigkeiten gebracht. Tang der Unbesiegbare und ich waren früher beide bei den Schatzräubern. Nachdem wir einen Auftrag in der großen Kluft erledigt hatten, beschlossen wir beide getrennte Wege zu gehen. Ich weiß nicht, wohin Tang der Unbesiegbare gegangen ist, aber was mich betrifft, ich wurde von unseren früheren Gefährten gefunden. Sie bedrohten mich und zwangen mich, den minderwertigen Schmuck zu kaufen, den sie herstellen, um ihn in Lüe zu verkaufen. Aber das, was sie gemacht hatten, das Material kam nicht gegen das der Sheng Lu-Kammer an und das Design kam nicht gegen das des Warenhauses Ming Xing an. Und ich bin derjenige, der für den Müll, den sie hergestellt haben, bezahlen muss.
und ich mache den Preis immer billig, um es verkaufen zu können und verlor so Geld. Das Geld, das ich vorher verdient hatte, war verloren, aber die Dummköpfe sind vielleicht zur Vernunft gekommen und haben das Material direkt zu einem höheren Preis verkauft und kam schließlich nicht mehr zu mir. Sie alle wurden von den Milliliten aufgegriffen. Und wir sind ein Schuld über das Schmugglernest, das die Milliliten zerschlagen haben. Gut gemacht. Sagten, sie wollen den Milliliten von meinem Fall erzählen. Hm, jetzt sind sie selbst reingegangen. Es tut mir leid um Tang, den Unbesiegbaren, aber alles, was ich an dem Wert besitze, ist jetzt nun ja im Dreck vergraben, damit ich ein paar kleine Geschäfte machen kann, um etwas Geld zu verdienen. Wenn ihr einmal nach Schätzen gräbst und alles, was du ausgräbst, Tang, den Unbesiegbaren als Entschädigung schenkst. Ich will mal sehen, was im Boden zur Linken zu finden ist. Okay. Next on the agenda. Schmucktasche. Ah, okay. Next on the agenda. Macht man das immer wieder? Oh ja. War mir klar, dass ich in der Nähe bin. Dann lass uns mal nachsehen, was hast du bekommen? Oh, ihr habt tatsächlich diese Tasche ausgegraben. Was ist da drin? Ah, dieser Schmuck, er sieht wirklich wie hässlich. Der Schmuck, der von den Schatzräumen hergestellt wurde, lässt sich überhaupt nicht verkaufen. Wenigstens sind sie echt, wenn man die Edelsteine davon abmacht, kann man etwas Geld verdienen, seufzt. Gib's ihm. Wir gehen dann erstmal. Hey, wenn du Zeit hast, komm gern vorbei und spiel nochmal Schatzbuddel. Gehen wir jetzt zurück. Ja, gehen wir zurück und geben es den Tang im Musikbahn. Oh Gott sei Dank, die gehen da selber auf, ne? Ich dachte schon, scheiße, jetzt darf ich wegen dem einen Typen dann aufklatschen, ey. Dieser Stein hat eindeutig die Größe eines Vogels und liegt doch so leicht in der Hand. Wenn man gegen das Licht leuchtet, kann man tatsächlich den Schatten einer Einlagerung in der Mitte erkennen, wie unglaublich. Er schaut sich immer noch das Ei an. Der von der Guan-Schule. Die 320. Generation der Guan-Schule ist niemand anders als ich, Tang im Musikbahn. Oh, ihr seid es. Habt ihr den einen schon gefunden? Die ganze Sache. Klar, die Sache mit dem Smaragd und überreicht Tang den Unbesiegbaren das Entschädigungsgeld. Das ist eine große Tasche, mal sehen, was drin ist. Meine Güte, so viel Schmuck. Wie hässlich. Will er mich mit diesen Dingern zum Narren halten, dieser alte Joe? Ich habe etliche Monate für dieses Smaragd der Anhänger bezahlt und er blieb sogar in Kontakt mit diesen hinterlegen Schatzräuber, nachdem er angeblich seine Hände in Unschuld gewaschen hatte. Soll sich einen Acht nehmen, da die Gerechtigkeit ihm eines Tages finden wird. Und du denkst immer noch, dass du ein Held bist? Außerdem wolltest du am Anfang nicht selbst der Jade-Anhänger verkaufen? Hehehe, was du sagst, stimmt schon. Der alte Joe hat keine Verbindung mehr zu den Schatzräubern, er hat jetzt einen Stand, an dem man Spaß Schätze ausbuddeln kann. Schätze ausbuddeln kann? Er treibt schon wieder dieses Spielchen. Früher hat er das gemacht, um Geld für Alkohol zu bekommen. Bei diesem Schatzbuddeln muss man beachten, dass je besser das, was drin ist, desto mehr Pulverfässer drumherum sind. Je weniger Wert es hat, desto sicherer ist die Umgebung. Wenn zum Beispiel das Fach leer ist, dürfte sich keine Pulverfässer in der Nähe befinden, während sich bei der besten Sache in allen vier Fächern Pulverfässer befinden. Geiziger Kerl, er hat Todesangst, dass jemand das gute Zeug in die Finger bekommt. Also hat er die Regel so aufgestellt, dass das Spiel endet, sobald du ein Pulverfass ausgegraben hast. Aber er hat gesagt, dass er es uns dieses Mal einfach weitermachen lässt, auch wenn wir Pulverfässer ausgraben. Schon als wäre nicht alles an ihm verdorben. Wäre ich von Anfang an mein Kampfkünstler an seiner Seite gewesen, wäre er nicht so von dieser Gruppe von Schatzräubern beeinflusst worden. Dani, was? Ich bin zwar kein echter Held, aber ich habe kein Problem damit, gegen ein paar stärkende Schatzräuber zu kämpfen. Nächstes Mal nehme ich ja besser ein paar Krüge Wein mit und unterhalte mich mit ihm. Lehrling von allem, Meister von nichts. Auch nicht schlecht. Lernen die Geschichte von Tang dem Unbesiegbaren, den Helden der großen Kluft kennen. Tja. Sabalot. Drüben kann man nicht drauf, ne? Doch, da oben kann man auch drauf. Next on the agenda.